Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategie TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute geht es mal wieder um die spannende Frage Volatilität. Und zwar, soll man die Volatilität long gehen und wie kann man das am besten tun? Ich bekomme ja sehr viele E-Mails mit Fragen und eine E-Mail, die jetzt mal kam, und zwar war das von einem Teilnehmer unseres Helpdesks, also das, was immer Donnerstag als Live-Webinar stattfindet für die Abonnenten unserer Optionsstrategien. Da kam eine Frage und ich lese euch die Frage einfach mal vor. Und zwar, hallo Jens, wahrscheinlich wird die Volatilität in näherer oder auch etwas weiterer Zukunft wieder ansteigen. Sollte man in VXX oder UVXY schon long gehen? Put verkaufen, andienen lassen, Covered Call, was auch. Vielen Dank, Peter. So, also, Frage ist, Erwartungshaltung, Volatilität steigt, sollte man da jetzt long gehen? Und wenn wir uns jetzt mal den VIX anschauen, ich zeige euch mal hier einen Chart des VIX, dann seht ihr ja, dass der tatsächlich ja zuletzt mal ein bisschen angestiegen ist, ne, und jetzt aber wieder relativ niedrig ist. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir sind gerade so in den Herbststürmen des Jahres, das heißt, die Aktienmärkte bröckeln so ein bisschen nach unten, unsere Morgenroutine ist durchaus ein bisschen rot geworden, ne? Ist es dann nicht eine gute Idee, jetzt zu sagen, okay, man geht jetzt irgendwie long? Wie kann man denn die Volatilität long gehen? Jetzt habe ich euch allerdings bei der Frage hier eines unterschlagen. Ich habe sie nämlich nicht ganz komplett vorgelesen. Und zwar eines habe ich vergessen, nämlich die Frage wurde mir schon geschickt am 19. Juni. Das heißt also, das ist gut 2 Monate her und das ist eine wirklich spannende Sache, weil heute könnte man sich ja die gleiche Frage genau wieder so stellen. Wie vor 2 Monaten sollte man nicht die Volatilität long gehen? So, ich sehe hier nochmal einen Chart, wo jetzt eingezeichnet ist, 19. Juni, da kam diese E-Mail. Und schauen wir uns mal an, was ist denn da passiert? Und wir sehen, der VIX, also die Volatilität, ist ja an der Spitze schon um etliche Prozent angestiegen, 60% oder so, ne? Bevor es dann jetzt die letzten Tage wieder nach unten geht. Das heißt, so ganz dumm war ja die Frage nicht. Die war überhaupt nicht dumm. Keine Frage ist dumm, ne? Aber vom Timing her selbst war es ja gar nicht so schlecht. Es ging kurz danach ein bisschen hoch und dann ja zuletzt ging es ja dann auch mit der Volatilität nach oben, auch wenn wir noch keine hohen Volatilitätsstände im VIX erreicht haben. Und jetzt aber mal den Gedanke weitergespannt, okay, ich erwarte, dass die Volatilität steigt, sollte ich denn dann irgendeines der Volatilitätsprodukte long gehen? Und jetzt schauen wir uns das mal an. Und zwar seht ihr mal hier den VXX, also den ETN, Exchange Traded Note, auf die Volatilität. Ihr wisst, VXX haben wir schon ganz häufig hier darüber gesprochen, hat immer die ersten beiden Volatilitätsfutures long und hat eben das Problem des Rollverlustes, solange die Terminstrukturkurve in Contango ist. Und was sehen wir hier? Wir sehen, dass kurzfristig der VXX ein bisschen angestiegen ist, dass er zwischenzeitlich aber auch dann schon mal wieder 13% im Minus war und dass wir jetzt nach diesen roundabout 2 Monaten im Grunde genommen mit dem nichts verdient haben. Das heißt also, wenn man mit dem VXX oder mit allem, was dazugehört, Calls kaufen, Puts schreiben, VXX long gehen, Covered Calls darauf machen, ne? Egal was man gemacht hätte, man hätte eine Sache auf jeden Fall benötigt und zwar ein extrem gutes Timing. Und das ist allerdings etwas, was nur den allerwenigsten Marktteilnehmern wirklich gelingt. Das heißt, wir haben natürlich oftmals eine Erwartungshaltung. Ein Markt geht hoch, ein Markt geht runter, eine Aktie steigt, sie fällt, Volatilität bewegt sich. Aber, dass wir genau sagen können, das passiert in der Zeit, an dem Tag, das hält so lange an, ne? Das ist einer der schwierigsten Dinge am Markt. Und wenn wir ehrlich sind, ist es auch das, was die allerwenigsten Marktteilnehmer wirklich nachhaltig können, nämlich den Markt zu timen. Ich für mich kann sagen, ich kann es nicht. Also mir fehlt diese Glaskugel, um sagen zu können, wann steigt und wann fällt ein Markt und deswegen handle ich das nicht. Und weil ja vielleicht der ein oder andere momentan aufgrund der wieder etwas zurückgehenden Volatilität und der Aussichten, die man hat, ja durchaus dieselben Gedanken hegt wie der Fragesteller damals, vielleicht ein paar Gedanken dazu. Viele, oder gerade im Optionshandel ist es immer so, dass viele, warum auch immer, sagen, Mensch, ich erwarte, dass die Volatilität steigt und deswegen gehe ich sie long.
Jetzt ist es allerdings so, wann verdienst du mit so einem Trade Geld? Egal, was du machst, also Put schreiben, VXX kaufen, Covered Call machen, Call kaufen, was auch immer. Ne? Wann verdienst du damit nur Geld? Du musst im Timing gut liegen. Das heißt, wenn du sagst, ich erwarte, dass der Markt steigt, in dem Fall die Volatilität, und er tut es eben dann nicht, na, dann verdienst du kein Geld. Das klingt erstmal relativ simpel. Wenn wir das Ganze jetzt auch mal umdrehen und sagen, warum können wir denn nicht Volatilität verkaufen, dann ist das eine sehr, sehr viel bessere Ausgangslage. Warum? Ja, es macht nicht zu jeder Zeit Sinn, Volatilität zu kaufen. Momentan bei der sehr, sehr niedrigen Volatilität bekommt man ja kaum Geld für solche Trades und das Risiko ist durchaus vorhanden, dass eben die Volatilität nach oben schießt. Und deswegen sollte man als Händler, der sich mit der Volatilität beschäftigt, doch eine bisschen andere Denkweise an den Tag legen. Nämlich, man sollte nicht sagen, ich habe eine, das ist zumindest meine Überzeugung, ja, also ich kann euch ja nicht vorschreiben, was ihr denkt und was ihr tut, aber meine Überzeugung ist es, man sollte eben nicht sagen, die Volatilität ist niedrig, jetzt gehe ich sie long und dann, wenn sie ansteigt, verdiene ich Geld, sondern es ist viel einfacher zu sagen, ich warte, bis die Volatilität angestiegen ist und gehe sie dann short. Warum ist das einfacher? Naja, ganz einfach. Was passiert denn, wenn die Volatilität stark angestiegen ist? Kann sie weiter steigen? Definitiv. Ne? Das heißt, ein gewisses Risiko ist auch in diesen Trades vorhanden. Aber, und jetzt kommt hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wir wissen natürlich, dass es diese Art Mean Reversion gibt, also dieser Rückkehr zum Normalmaß. Und das bedeutet eben, wenn wir eine zu niedrige Volatilität haben, dann wird sie wahrscheinlich steigen. Nein, sie wird nicht nur wahrscheinlich steigen, sie wird garantiert steigen. Wenn wir eine zu hohe Volatilität haben, dann wird sie garantiert auch wieder fallen. Der Unterschied ist bloß dieser. Niedrige Volatilität kann es sehr, 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 sehr lang geben. Wenn ihr euch mal Charts des VIX anschaut, dann werdet ihr feststellen, es gab Jahre, mehrere Jahre hintereinander, wo die Volatilität nie über den Bereich 12, 13 gekommen ist. Ne? Wer in so einer Zeit versucht hätte, Volatilität lang zu gehen, der hätte jahrelang auf einen Ertrag warten müssen. Und da wir ja den VIX selbst nicht lang gehen können, sondern das immer nur über Derivate die Zeitwertverlust haben, wäre so ein Trade niemals im Gewinn geendet. Wer dagegen sagt, ich warte ab, bis die Volatilität angestiegen ist und geht sie dann short, der muss vielleicht nur eine kurze Zeit überbrücken, wo sie noch ein bisschen mehr ansteigt. Aber egal, was ihr euch anschaut, ob ihr euch die Finanzkrise 2007 bis 2009 anschaut, ob ihr euch den Marktrückgang 2015 oder 2011 anschaut, immer stieg die Volatilität relativ schnell an. Und jetzt kommt das Gute, sie blieb eben nie sehr, sehr lange oben. Ihr wisst ja, Volatilität ist ja auch immer so ein bisschen Ausdruck der Nachfrage nach Absicherung. Bloß eine Nachfrage nach Absicherung hält nicht ewig an. Das heißt, wir haben nicht 2 Jahre hintereinander Nachfrage nach Absicherung, ne? Sondern der Markt bricht ein, die Händler sichern sich ab, manche ganz am Tief, das kommt, aber danach bricht die Nachfrage wieder ein und damit auch die Volatilität. Und somit ist es viel, viel einfacher, eben nicht vola long zu sein, sondern vola short, aber eben hauptsächlich dann, wenn die Vola im Vorfeld angestiegen ist. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wie gesagt, es wird in Zukunft, das heißt, soll jetzt nicht heißen, dass ihr jetzt fort alle losrennt und irgendwie VXX shortet, gerade jetzt, nachdem er geresplittet wurde. Ich habe jetzt übrigens von einem Kunden eine Mail bekommen, vielen Dank dafür. Das heißt gar nicht geresplittet, ne? Sondern es gab, ich muss nochmal genau lesen, aber hat mir das genau grammatikalisch begründet, warum das falsch ist. Danke dafür. Ich bin auch für solche Mails dankbar, meine ich jetzt ganz im Ernst. Also es gab ja einen Split aus 4, hat man einen wieder gemacht und der ist jetzt wieder teuer. Also jetzt nicht gleich losrennen und Vola shorten, aber es ist der einfachste Trade, wenn man sagt, ich bleibe auf meinen Händen sitzen und mache gar nichts und wenn dann die Vola explodiert, dann gehe ich in den Markt rein und shorte diese Volatilität, weil das ist der Trade, den der Mainstream nicht macht. Also das heißt, du bist dann auch allein auf weiter Flur mit ein paar wenigen Jungs, die es verstehen. Und du wirst überragend für diesen Trade bezahlt, weil eben dann die Prämien so exorbitant hoch sind und weil vor allem dein Risiko sehr gering ist. Ne? Wenn du einen VIX bei 50 shortest, kann der ansteigen? Na klar kann er ansteigen. Wie ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass er auf 100 oder 200 steigt? Ne? Nahezu ausgeschlossen. Und deswegen ist das eben ein hervorragender Trade, den man dann
machen kann. Mich würden jetzt mal eure Ideen und Kommentare dazu interessieren. Könnt ihr euch für euch das vorstellen, Wochen, Monate lang nichts zu machen in Vola-Produkten und dann in steigende Volatilität hinein etwas zu verkaufen? Oder sagt ihr, na, ich möchte einfach permanent irgendwas in Vola-Produkten machen? Und wenn ja, wie macht ihr das? Schreibt mir das Ganze mal in die Kommentare. Und wir sehen uns dann wieder nächste Woche mit neuen Videos. Und nachdem wir jetzt in der letzten Zeit so viele Vola-Themen hatten, werden wir dann auch wieder andere Optionsthemen besprechen. Aber das gibt zurzeit so viel Nachfrage nach dieser ganzen Volatilität, dass wir das einfach hier oder dass ich das Ganze einfach hier mitmachen wollte. Also dann, wir hören und sehen uns wieder im nächsten Video. Euch viel Erfolg an den Märkten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.